Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu The Secret of Monkey Island, die Special Edition. Im letzten Part sind wir hier ein bisschen rumgelaufen. Wir waren im Wald und haben Blümchen gepflückt und haben uns jetzt hier diese tödlichen Piranha-Pudel angeschaut. Es ist wieder zwei, drei Tage her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Deswegen checken wir einmal kurz das Inventar, was ich alles dabei habe. Ich habe 174 Goldstücke. Ich habe einen Fleischhaufen. Also es ist nicht nur ein Stück, es ist ein ganzer Haufen. Ich habe ein Protokoll. Ein Hühnchen. Eine Karte, ein Schwert, Pfefferminz, Schaufel, gelbes Blütenblatt und ein T-Shirt. Okay. Wir haben ja dieses Blümchen gepflückt. Mit dem Hintergedanken, dass das sollen halt irgendwie... Oh, wie wurde das noch genannt? Irgendwie so ein Einschlafmittel für Hunde sein oder so. Und mir ist der Gedanke... komplett random gekommen. Ich glaube, beim Abwaschen war das, als ich meine Küche aufgeräumt habe, dass man das vielleicht mit dem Fleisch benutzen kann und dann schmeißen wir das den Hunden hin. Gelbe Blüten mit Fleisch. Nee. Doch. Fleisch mit Zutat. So, und dann schmeißen wir das jetzt den Piranhas Hunden hin. Fressen die das? Jetzt sind sie alle tot. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Also, diese Hunde sind nicht tot. Sie schlafen nur. Bei der Entstehung dieses Spiels kamen keine Tiere zu Schaden. Alles klar. They're sleeping peacefully. Sehr gut. Hier, dann gucken wir uns um. Und wir machen die Tür auf. Hallo. Eine Vase. A priceless Ming. Und ein Gemälde. I don't recognize the man, but that looks like the dog in the bar. Echt? Wow. Das ist hinter der Tür. Kann ich die aufmachen, die Tür? Ja. Shinetop? This looks like a job for Fester Shinetop. No, 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 no! Hau ab! Guybrush! Oh, oh Gott. Okay. Wir haben die Vase mitgenommen. Hypnotisierte, was? No! Not the red button. Schiebe rote Taste. Untersuche unglaubliches Lama. It's a big ugly hairy yak wearing some wax lips. Lama sind nicht hässlich. I can't move it. Und auch nicht gefährlich. Sie sind nur zickig. Und I can't move it. Klammerenthefter auf unglaublich gefährlich aussehendes Lama. Geht's Bücher? Nimm Stilbuch. I'll need this. Ich brauch das, ja. Must be nuts. Du bist doch wahnsinnig, Guybrush. Nimm Wachslippen. Geh zu. Hack! Gophers! Maulwürfe. Es klingt wie... wie Meerschweinchen. Maulwurfhorde. Untersuche sagenhaftes Idol. Haben wir das? I can't open it. Uh-oh. That should hold him for a while.
If only I had a file, I could get the idol. Ich brauche eine Feile. Oh nein, da muss ich mit Dingsbums reden. Mit wie heißt er? Mit dem Boy im Gefängnis. Ach. Weil der meinte doch, der hat uns doch davon im Kuchen erzählt, wo eine Feile drinne war oder sowas. Ach, Kacke. Okay. Gehen wir nochmal zurück. Hatten wir ihm das Pfefferminz eigentlich schon gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Du sollst da reingehen. Du hast nicht zufällig eine Feile. Would you happen to have a file? You think I'd be in here if I did? All I have is this carrot cake my Aunt Tilly made me. You can have that if you bring me something to get rid of these rats. I can't stand carrot cake. Irgendwas gegen die Ratten? Maulwurfsmittel. Ich hab das alles mitgenommen. Klammerenthefter. Ich find die Dinger voll cool, mit denen spiele ich immer rum, wenn ich irgendwo eins hab. Stielbuch. I think it's some kind of religious text. Wow. They're yak-sized and covered with slobber. I'm certainly not gonna chew on them. Ew. I bet this will come in handy. Das wird bestimmt noch nützlich sein, ja? It says gophers won't come near you with this stuff on. Hält alle Nagetiere, aber auch Maulwürfe fern. Ja, dann, geben, schiebe, schließe, rede mit, ziehe, gib. Hier. Hey, this is my work on the rats. Ja! Thanks! Bitte schön, ich will deinen Kuchen haben. Kann ich den essen? Rede mit Kuchen, schiebe Kuchen, untersuche Kuchen. It's heavy. Der ist schwer. Ja, dann, öffnen? Okay. Ah, doch! Pfeile, okay. Oh, was ein Hin- und Hergerenne hier. So, und jetzt wieder zurück zu der Mansion von Gouverneurin Marley. Und dann müssen wir gegen Fester Scheintop kämpfen. Mit einer Feile. Oder so. Ähnlich. Bin mir nicht so ganz sicher. Rein da. So, Tür auf. This door appears to be locked. Okay. Dann gehen wir da nach drüben. Nach hier. I locked the sheriff in there. Ich hab den Sheriff darin eingeschritten. Toll. Okay, die Tür geht nicht auf. Dann muss ich da durch das Loch springen, oder was? I don't see anything special about it. I've got the file. Ich habe die Pfeile. Let's go. Dun, 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 dun. Wird das Lama mit der Pfeile ausgenockt? Nutze Spielbuch mit, was? Gib buntes Konfetti an, schwer bewaffneter Clown. Wirf Wachslippen in Feuer. Benutze Pfeile auf 10 Nägel eines Nashorns. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm sagenhaftes Idol. Olli! Nimm das Idol. Jetzt nur noch raus hier. Phew. That was a close one. At least I got the idol. Ja, raus hier. But I'm not done with you yet. Uh-oh. Shit. Thought you could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. You poisoned the governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house. The door was unlocked. And stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation.
Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Das gehört in einem Museum. Die Piraten haben mich angestiftet. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. She said I could have it. Ta! What's going on here? I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says you gave it to him. That's right, I did. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? Oh, just go away, Fester. I can handle this. I'll deal with you later. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Hi. Governor Elaine Marley. Hi, Elaine. So, I gave you the idol, eh? Also nun, Wir switchen einmal rüber zu der alten Version. Das ist Gouverneurin Marley in der alten Version. Ich mag diesen Pixel-Stil, auch wenn er halt eher so ein bisschen realistischer gehalten ist. Aber ich mag das. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Weißt du gar nicht. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Ich bin hier, um dein Höschen zu holen. My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one. Your face is too... cute? Sweet. Ja, Mann! Wir haben denselben Geschmack. Dankeschön. Genau. Ich verstehe. You're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? Doch bin ich. I suppose you've got many more exciting things to do? Nee. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Nee, nicht weglaufen. Nein! Marley! Buggle! Musenkiv! Musenkiv! Twinkly? Aww. I really wish I knew how to talk to women. Einfach ganz normal. Einfach mit ihnen reden. Einfach sagen, ja moin, ich bin der Guybrush. Ich möchte Pirat werden. Du siehst gut aus. Das reicht schon. Das ist... braucht man... Das ist kein Hexenwerk. Oh mein Gott, hi. What? Ich will das Idol ins Bankschließfach bringen. Es ist noch nicht zu spät, um Freunde zu werden. Entschuldigen Sie, Mr. Shinetop, Sie stehen im Weg. Excuse me, Mr. Shinetop, but you're blocking the doorway. Oh, so cute. I think you need to cool off. Hand over your sword. Nein, halt die Schnauze. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. Guybrush. Bye. This might actually turn out to be a pretty good day. So, wir haben ja gelernt, oder wir wissen ja von unseren Gesprächen mit den wichtig aussehenden Piraten, dass wir 10 Minuten lang die Luft anhalten können. So, dann versuchen wir mal hier... Also, was haben wir denn? Wir haben ein Hackebeil, wir haben eine rasiermesserscharfe Schere, wir haben ein Schwert, wir haben eine Axt. Wir haben ein rostiges Messer und eine Bügelsäge. Sharp and dangerous. Very sharp. It's sharp. I better be careful. Heavy and sharp. Heavy and sharp. Look sharp. Macht einen scharfen Eindruck. Rusty, but sharp. Ist irgendwie alles da unten scharf? Okay. Ich möchte aufheben. Wo ist denn mein Aufhebeding? Da. I can't reach that from here. Oh. Nimm. I can't reach that from here. Aber wir können noch da...
Aber wir können auch bestimmt hier das Hagebeil nehmen. Hieb, nehmen. I can't reach that from here. Tja, können wir nicht. An alles kommen wir nicht ran. I can't reach that from here. Also, was machen wir? Wir sind natürlich ein intelligenter Mensch und wir nehmen das Idol einfach in die Tasche. Und dann gehen wir weg. I guess I'll be needing a sword. Ja, dann this one will do. Tada! Well, that wasn't so hard. Now all I have to do is show this stupid idol to the pirate leaders and... You're alive! Yes! Governor! Hey, you can talk. Who'd have known? What are you doing here? Come to finish the job? No, I came down here to save your life. Festa wasn't acting on my orders when he threw you in there. You came down here to rescue me? Oh, wie süß. I didn't even think you liked me. Sie hat gesagt, dass du ein süßes Gesicht hast, Mann. The first meeting was a little awkward. You seem to have trouble forming complete sentences. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Mehr Dramatik, bitte. Who would have known or even cared if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, Governor. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Oh, God. Love Muffin. Sugar Boots. Honey Pumpkin. Plunder Bunny. Kiss me. No, we mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No, no. It's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. And to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father made me promise never to fall in love with a pirate. Aber er ist doch kein Pirat. If they see us together, they'll know I was lying. Okay, then. Let's go to your place. Oh, yeah. Okay. Finish your trials first. I don't want you to be preoccupied. Oof. But I feel this sudden urge to complete the trials quickly. Oh boy. Oh boy. Oh. Wunderschön. Eben noch so vor 3 Minuten. Er so, ja, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Frauen reden soll. Und jetzt verabreden sie sich, um einen Kaffee zu trinken. Oder so. Ahem. Wow. Also, wir haben das Idol. Wir haben das T-Shirt. Das heißt, wir müssen jetzt Schwertkampf lernen. Wir haben ein Schwert. Ja, wir haben ein Schwert. Und jetzt gehen wir zum... Oh Gott, falsche Richtung. Ich bin so blöd. Sorry, meine Schuld. Dann gehen wir zu dir. Gern. Oh, die sind doch echt zu süß. Kennen sich 2 Sekunden, weißt du? Und vertreffen. Wow, ich bin schon völlig verwirrt hier. Verabreden sie sich zum Kaffee trinken. Das war super gut. So, wo war denn... Wo? Oh Gott, hi! Cuts my way through. Ist das nicht auch nur eine schöne Nacht? I sure hopes you had something more important to stop me for. Naja, aber du hast mich angequatscht. Sorry to bother you. I'll be on my way. Das müsste das Haus für... mit dem... Lehrer für das Schwertkämpfen sein, glaube ich. Hier ist der Zirkus, hier ist die Schwertmeisterin, hier ist das Haus. Mit dem... Piraten, der eine sprechende Tätowierung hat. Ja, wir sind hier richtig. Allerdings machen wir Nochmal. Auf jeden Fall machen wir für heute hier einen Cut. Weil das nächste Szenario hier mit dem Schwertkämpfer, mit dem Schwerttrainer ist so ein bisschen länger. Und ich will das nicht zwischendurch unterbrechen. Deswegen machen wir das im nächsten Part.
Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei The Secret of Monkey Island mit unserem sehr hübschen, süßen Guybrush Threepwood. Ich bin Whitey und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.